Gürte doch deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen und du unterweise mich. Willst du mein Rechtsurteil zunichte machen, mich schuldig sprechen, damit du gerecht seist? Ist denn dein Arm dem Arm Gottes gleich? Will der Tadler mit dem Allmächtigen hadern? Wer Gott zurechtweisen will, der antworte nun. Herr, siehe, ich bin zu gering. Was soll ich dir erwidern? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ich habe einmal geredet und konnte nichts antworten, und noch ein zweites Mal, und ich will es nicht mehr tun. Der Herr ist gerecht, denn ich bin widerspenstig gewesen gegen sein Reden. Meine Priester und meine Ältesten sind in der Stadt verschmachtet, als sie sich Speise erbettelten, um sich am Leben zu erhalten. Ach Herr, schau her, denn mir ist Angst, mein Inneres kocht. Mein Herz kehrt sich um in meiner Brust, denn ich bin sehr widerspenstig gewesen. Denn meine Seufzer sind zahlreich und mein Herz ist krank. Ja, du hast meine Seele aus dem Frieden verstoßen, dass ich das Glück vergaß. Und ich sprach, meine Lebenskraft ist dahin und auch meine Hoffnung auf den Herrn. Gedenke doch an mein Elend und mein Umherirren, an den Wermut und das Gift. Beständig denkt meine Seele daran und ist tief gebeugt. Dieses aber will ich meinem Herzen vorhalten, darum will ich Hoffnung fassen. Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die nach ihm sucht. Denn der Herr wird nicht auf ewig verstoßen, sondern wenn er betrübt hat, so erbarmt er sich auch nach der Fülle seiner Gnade. Was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Es hätte sich wahrlich jeder über seine Sünde zu beklagen. Lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und umkehren zum Herrn. Lasst uns unsere Herzen samt den Händen zu Gott im Himmel erheben. Wir sind abtrünnig und widerspenstig gewesen. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn. Züchtige mich nicht in deinem Grimm. Sei mir gnädig, o Herr, denn ich verschmachte. Heile mich, o Herr. Hilf, Herr, denn der Getreue ist dahin. Die Treuen sind verschwunden unter den Menschenkindern. Sie erzählen Lügen, jeder seinem Nächsten. Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Schau her und erhöre mich, o Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt, und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Warum verbirgst du dein Angesicht und vergisst unser Elend und unsere Bedrängnis? Denn unsere Seele ist in den Staub gebeugt und unser Leib klebt am Erdboden. Mache dich auf und komm uns zu Hilfe und erlöse uns um deiner Gnade willen. Den Gedemütigten aber rettet er durch die Demütigung und öffnet durch die Not sein Ohr.